Narvaza on the beat. Yo, Smoke. This one's Fuego. Zweite Einheit ist erledigt. Wir haben ein bisschen Schlagkraft gemacht, aber wir haben halt auch viel Content gefilmt. So machen wir es dann immer im Fitnessstudio, dass wir immer ein bisschen Training natürlich machen. Aber deswegen mache ich halt auch immer eine Einheit schon vorher, damit ich die schon mal richtig habe, eine richtige Einheit, sage ich mal. Und die Fitnessstudio-Einheit, die fällt natürlich etwas schmaler aus immer, weil man natürlich auch abfilmen, Fotos macht, nochmal eine Szene neu und so weiter und so fort. Da leidet dann das Training immer ein bisschen, deswegen mache ich das immer separat und trainiere dann vorher schon einmal. Wie gesagt, Laufen haben wir, jetzt haben wir ein paar Szenen gedreht und natürlich auch ein bisschen trainiert. Wir haben ein bisschen Schlagkrafttraining gemacht, haben ein paar geile Videos für euch abgedreht. Die kommen dann auch, checkt die bei Instagram ab. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir Hamburg in die Innenstadt. Und wenn da noch ein paar geile Fotos machen und ein paar geile Videos sehen, ja, let's go. So Leute, by the way, kommt bei Raw Bulls vorbei, bester Laden, kriegt ihr vernünftige Bulls, richtig nice, hier auch im Edeka in der Hafen City oder halt direkt am Gänsemarkt, könnt ihr euch aussuchen, aber richtig nice. Das ist natürlich auch nice, Leute, ihr habt hier alles an Grünzeug bei einem Edeka, einfach diverse Petersiliensorten, Basilikumsorten, richtig krass, das nenne ich mal fortschrittlich. Da könnt ihr euch hier schön mit eurem Grünzeug eindecken, das natürlich viele Thylakoide hat, also viel gute Antioxidantien, farbintensiv, dunkelgrünes Blattgemüse, eins mit der besten Gemüsesorten oder Lebensmittel überhaupt. Ja, schön antioxidativ, richtig geil. So Leute, hier sind wir irgendwie aus Versehen in der Schrottabteilung gelandet. Natürlich nur aufgrund des Metalls. So, okay, gönnt sich hier eine Buhr jetzt von Raw Bulls. Schmeckt. Bombastisch. Gut, ne? Wir hatten hier bei Natura ein paar Datteln geholt und einen kleinen Riegel. Dann gehen wir gleich noch einen Kaffee trinken. Erstmal entspannt. Machen dann vielleicht noch ein, zwei Sachen und dann wird auch der Abend ein bisschen ausklingen gelassen. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das wie hier Dinkelvollkorn, ne? Ganz wichtig, wenig Fett, dass ihr da einigermaßen Vollkornmehl habt. Das ist dann ganz gut. Kann ich euch fest empfehlen. Das scheint einen guten Eindruck zu machen. Dann hier, das ist meine Lieblingsmilch. Für Müsli wisst, Mandel. Und hier für den Kaffee meine Barista. Oh ja, ein bisschen Obst haben wir auch noch dabei, ein bisschen Gemüse. Hier haben wir uns nochmal einen kleinen Nocco gegönnt. Muss auch mal sein. Ne? Trinken wir nicht mehr so viel, aber ab und zu mal. Götter gibt aber ich nicht. Stich, betrieben, zerbricht. Die Bande A machen wie Rondo. Bunker mein Money, kein Konto mit. So Leute, zum Abschluss gibt es jetzt noch ein bisschen Sushi und dann sind wir auch durchgefroren, aber ordentlich was geschafft. Und das wird sich jetzt noch reingenehmigt und dann wird das Wochenende genossen, oder was? Yes! Ready. Bro. Ah, danke, Mann. Perfekt.
wichtiges Utensil. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten. Abonniert den Kanal bei Sekt Plus mit Boomer J10 bestellen und supporten. Ich küsse eure Herzen. Und diese Kette steht an. Ja, wir brauchen neue Ketten. und eben müssen Strafzettel bezahlen erstmal. Das hat Priorität. Ja, und abonniert gerne, teilt gerne, lasst einen Kommentar da. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Tim.